Die räudigen Viecher, du. Nun gut, weiter geht's und ich hole mal gleich hier meine Pistole raus. Die könnte auch noch etwas Skill benötigen. Kann man noch ein bisschen üben. Ja, gut, jetzt kommt zack, zack, weiter geht's. Ob's da noch jemand lebt in der Villa? Na, eigentlich schon, oder? Das wäre schwachsinnig. Und wieso zur Hölle gehe ich eigentlich nicht gleich zu Weaver und frag ihn nach einer Unterhose? Ui, das war ja mein Hundi, den ich ja fast angegriffen hätte. Ja, und so schlecht ist meine Knarre ja nun auch wieder nicht. Zu Diensten. Gefällt mir. Ich muss nur ganz kurz, weil ich gerade abgelenkt, naja, ganz kurz mal auf die Uhr geschaut, wie lange ich schon aufnehme. So, wo sind die Diener? Der König ist da. Hallo? Keine Sau da, der mich hier empfängt. Reaver, wo bist du nur? Der hockt bestimmt in der Schule und lernt mit den kleinen Kindern das Einmaleins. Hat er bitter nötig gehabt. Ja gut. Lad schneller, beziehungsweise speicher schneller. Ich will zum alten Schlibber. Ja, und hier sehen wir uns mal ganz kurz um. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier werden dann bestimmt hier die Leichen verbrannt, die feuchtfröhlichen Partys hier nicht überleben, um alle Beweise zu beseitigen. Und was ist das hier? Kein geheimes Versteck hier, im Bücherregal oder sonst was. Schokoladentafel, ja, das ist ja nicht schlecht. Vielleicht gibt es hier auch was. Lange Pyjama-Hose. Gefällt mir auch. Und da drüben ist noch ein Schrank. Ach, hier muss ich dann stehlen. Ja, sehr ruhmreich für den König. Und drin ist nur ein alter Fisch. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Gut, wir müssten jetzt eigentlich da rechts abbiegen, aber ich schaue mich nochmal hier kurz um. Eine Mütze, da drüben habe ich noch zwei Regale oder Schränke. Noch ein Fisch. Pfui Teufel, das Zeug stinkt da, aber du. Und noch ein Fisch. Bäh. Ja, und hier waren wir doch das letzte Mal auch, genau. Ich frage mich eigentlich, wieso lässt mein Held hier den Reaver am Leben? Der sagt, er wollte uns doch umbringen. Da habe ich was übersehen hier. Da sehen wir auch noch ein schönes Bild von Reaver. 10 Goldmünzen. Peanuts. Ach, da kann ich nicht reingehen. Hier? Auch nicht. Schmuck kann man immer gebrauchen. Ich dachte hier, irgendwo ist ein Raum voller heißer Bunnies. Wo warten die jetzt auf mich hier? Ui, und jetzt müssen wir hier einen Schlepper suchen. Schmuck. Spielzeugschwert. Ich glaube, das habe ich schon mal gefunden, so ein Spielzeugschwert.
Kondom, ja, das. Ja. Verhütungsmittel, auch sehr wichtig hier. Pyjama-Bettsocken. Mhm. Kelch. Und noch ein Fisch. Ja, aber wo ist jetzt die Unterhose? Ah, hier gibt es einen Geheimgang. Gibt es hier irgendwas in den Fässern? Hallo, wo schießt denn der hin, Mann? Benimm dich. Ja, und ab durch die Tür. Sesam, öffne dich. Okay. Reaver Sadomasu-Kammer, würde ich mal sagen. Ach, du grüne Neune. Schaut mal. Da ist ein Huhn drin. Mhm. Ja, ich wusste doch schon immer, dass Reaver auf Tiere steht. Ja, dieser Perversling. Jetzt habe ich meinen 9. Silberschlüssel. Okay. Ja, noch ein Kondom. Und noch ein Kondom. 3 Kondome habe ich schon. Ja, sehr schlecht. Sehr gut, natürlich. Ja, ja. Verhütung muss sein. Und 5000 Goldmünzen. Das ist ja herrlich. Ein Nachttopf. Den will ich jetzt nicht da hier. Da will ich nicht reingreifen. Kreatur. Wups, wups, wups. Beschwörungstrank. Was ist das hier? Reavers Unterhose. Oh. Sehr schön. Ja, zurück zum verrückten Fan. Ich frag mich gerade wirklich, ob es so kranke Leute gibt, die auf benutzte Unterhosen von irgendwelchen Stars stehen. Da gibt's 100 pro Leute, die so abartig sind. Wäh, ist das eklig. Ja gut. Für uns normale Menschen ist etwas unbegreiflich, für die Kranken, Irren, ja, anscheinend was ganz Normales. Da kommt schon wieder was angekrochen hier. Lasst mich doch mal in Ruhe. Keine Sau interessiert sich für euch Wölfe. Ja. Die habe ich ja gleich ordentlich gegrillt. Da liegen auch noch die Skelette rum. Und auch dieser Werwolf hier kriegt sein Fett ab. Und ich überlege mir eigentlich gerade, ich könnte doch mal wieder die Zauber wechseln. Gut so, ja. Ach, hier kann ich auch was kaufen. Au, Backe, ist das schweineteuer. 234 Goldmünzen. Ich werd bekloppt. Und da drüben sehe ich ein Ausrufezeichen. Komme ich da hin? Was zur Hölle war das jetzt? Lauft! Lauft! Na, wohin denn? Hallo, was ist los? Hallo? Lauft! 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 Hilfe! Ja, wohin nur? Ach so, hier geht's nicht weiter. Oh, ich denke die ganze Zeit schon. Warum hänge ich da so blöd in der Textur? Junge, wollt ihr euch wirklich mit der Armee anlegen? Ja, und schon wieder so ein scheiß Werwolf. Wie wär's, wenn ich noch ein paar Mal auf euch ziele? Zu Übungszwecken. Den hauen wir natürlich gleich weg. Ach, ich Depp. Jetzt greife ich ja noch den Soldaten an.
War jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe, glaube ich, wieder einen falschen Modus drin. Und wie viel hält denn dieses blöde Vieh hier aus, du? Macht dir doch nicht so schwer und hört auf damit! Ja, ist gut, Fridolin. Ja, und bei mir ist noch lange nicht gut genug. Ich renne jetzt mal hier schnell rüber und... neue Waffen zur Verfügung. Neue Waffen? Fordert die aktuelle Situation eine andere Waffe? Ich schaue eigentlich gar nicht auf die Situation. Aber danke der Nachfrage. Ich glaube, ich nehme hier mal... genau, den Feuerhandschuh. Was ist das hier? Klingzauber? Schockzauber? Eissturm? Und Feuerball. Ja, den nehmen wir jetzt mit. Ihr habt... ja, und weiter geht's. Und da drüben ist halt noch ein Ausrufezeichen. Da würde ich noch sehr gerne vorbeischauen. Jetzt beeile ich mich aber mal. Hier, schnell hoch, zack, zack. Naomi. Ich kann euch nur Freundschaft geben, aber wenn ihr mir helft, gebe ich sie euch großherzig. Nö. Nicht wirklich, die Freundschaft ist mir nicht wichtig genug. Ja, und der Herr da drüben hat noch eine Aufgabe für mich. Wer zur Hölle bist du? Wie wär's mit einem Botenjob? Dieser Brief hier muss so schnell wie möglich nach Brightwall gelangen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, dass er seinen Empfänger so schnell wie möglich erreicht. Dieser Brief ist der letzte Teil meines Lebenswerks. Ich habe jedem Einzelnen in Albion geschrieben, außer Zachary. Und das hier ist für ihn. Und werdet ihr ihn abliefern? Naja, nach Whitewall kann ich ja auch mal wieder reisen. Ausgezeichnet! Na. Gut. Jetzt könnte ich mal die Karte hier benutzen. Whitewall. Entkommener Häftling. Oh Gott, hier gibt es ja viele Aufgaben. Ach du meine Güte. Muss ich unbedingt mal wieder zurückgehen? Hier gibt es ja einiges. Und satte Rabatte auch noch. Ja. Gut, aber wir gehen erstmal nach Bowerstone zurück. Kann ich hier gleich hinreisen ins alte Viertel? Schnellreise? Gerne. Ja, ihr merkt halt schon langsam, dass ich jetzt nicht wirklich mit der Hauptstoryline hier durchrushen möchte. Ich könnte jetzt natürlich auch, wenn ihr wollt, nur die Hauptquest spielen. Nur hat es, glaube ich, relativ wenig Sinn, weil ich dann halt doch einige Sachen hier verpasse und... je mehr Nebenaufgaben ich mache, desto mehr Geld kriege ich und ich hoffe, desto besser geht's mir dann am Ende. Ja, für knapp 4000 Gold kaufe ich mir hier das Haus. Immerhin 200 Goldmünzen. Ui, ui, ui. Wer ist denn da drin? Willst du meine Prinzessin werden? Majestät, das ist für euch. Mit besten Wünschen. Ah, oh, na. Ja, ich nehm's gerne an, bloß... ich glaube, ich war besoffen, als ich dich gesehen habe. Ich erwarte euren Befehl, mein Herr. So, kaufen und vermieten. Dicken Zuflucht, ja. Komischer Name. Ja, leider in keinem guten Zustand das Haus hier. Und da hänge ich auch. Uga Buga. Was? Uga Buga. Oh, ich meine... wow, Majestät! Ihr solltet wirklich nicht hier sein. Ich muss euch leider bitten zu gehen. Ich habe noch nie einen König beschenkt. Annehmen, natürlich. Das ist hier kein Hotel. Ihr könnt nicht einfach so hereinplatzen. Bitte geht.
Der Hausmeister haut mich hier raus. Die Stadt gehört mir. Ich könnte dich dafür hängen. Ja, Hausfrau Vicky wohnt hier drin. Und zur Miete darf sie hier weiterleben. Sehr freundlich von uns, oder? Ach Gott, hier schlafen die Penner auf der Straße. Immer eine Freude, euch zu sehen, Eure Majestät. Ah, unser mächtiger König. Hallo. Ja, hier. Das Haus kaufe ich auch. Und später, falls ich halt noch etwas Gold übrig habe, kann ich ja da ganz ruhig vielleicht mal... Na, was kann ich denn? Was wollte ich jetzt sagen? Ach hier, die Häuser reparieren, genau. Hausmann Sam wohnt hier drin. Kaufen und vermieten. Gießkramkarte. Mein Herr? Ja, was willst du?